Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe sind wir mit dem seltensten VW Golf, den es hier im Spiel gibt, unterwegs. Die Rede ist vom 2010er Volkswagen Golf 6. Ja, warum und wieso das seltenste Fahrzeug bzw. das seltenste Golf in ihrem Spiel? Naja, man kann ihn tatsächlich nur über einen Wheelspin bekommen oder aber, wenn sich ein anderer Spieler dazu entscheidet, ihn ja im Auktionshaus zu verkaufen, nachdem er ihn auch ebenfalls im Wheelspin gewonnen hat. Aber ja, übers Auktionshaus finde ich ihn fast noch schwieriger zu bekommen. Vor allem sind die Preise, die dafür verlangt werden, schon sehr, 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 sehr hoch. Ich hatte das Glück, letzte Woche im Livestream tatsächlich, letzten Montag, habe ich ja einen Livestream gemacht, den zu ziehen über einen Wheelspin. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil ich halt einfach um die Seltenheit hier im Spiel über diesen Golf Bescheid wusste. Und da habe ich ja schon angekündigt, ja, da werden wir, wenn dann der Frühling wieder ins Spiel gekommen ist, das Fahrzeug auf jeden Fall mal in einer Folge auschecken. Und ja, herzlich willkommen. Diese Folge ist nun endlich da. Nämlich, du findest dich mitten schon in dieser Folge. Aber bevor wir uns um das Fahrzeug hier im Spiel kümmern, also wie es sich so verhält, wie es sich so fährt, denn ich habe natürlich dieses Fahrzeug wieder über unsere Teststrecke geschickt, möchte ich dir auch noch mal ein bisschen was über das Fahrzeug im Allgemeinen erzählen. Und da ist das Fahrzeug, also auch im echten Leben, schon auch ein bisschen besonders, denn es handelt sich natürlich, wie der Name schon sagt, um einen Golf R und ist damit auch die stärkste Variante der sechsten Generation des Golf. Der 2 Liter rein Vierzylinder Turbomotor leistet nämlich bei dem Fahrzeug stolze 270 PS und 345 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze mit einem Allradsystem ausgestattet, lässt das Fahrzeug in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Das sind schon sehr, sehr ordentliche Werte für einen Kompaktsportwagen. Wenn man bedenkt, das Fahrzeug ist seit 2009 gebaut worden, wir hier jetzt mit der 2010er Version ausgestattet im Spiel, das ist schon ordentlich. Also das kann selbst mit heutigen Hot Hatches bzw. Kompaktsportwagen auf jeden Fall noch mithalten. Und wie das mithalten kann heute, das werden wir rausfinden, denn in der heutigen Ausgabe werden wir eine kleine Meisterschaft mit diesem Fahrzeug veranstalten. Und zwar genauer gesagt diese Veranstaltung hier. Eine Community-Meisterschaft, da wird nämlich die Super Hot Hatch-Klasse vorgeschlagen, aber man sieht es eigentlich schon, es geht ein bisschen in den Schotterbereich. Wir werden tatsächlich das Fahrzeug ein bisschen rallye-technisch aufbauen, das eigentlich, was eigentlich so der kleine Bruder des Golfs eigentlich immer inne hatte, nämlich die, ja, die Rallye-Gene. Jetzt muss mal der große Bruder der Golf ran. Wir werden einfach mal versuchen, das Fahrzeug so ein bisschen rallye-technisch aufzubauen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch ein bisschen auf den Golf eingehen, wie er tatsächlich, ja, auch auf den Forza Horizon Straßen so funktioniert. Gerade in der Serie, und die Rede ist natürlich von unserer Teststrecke. Und deswegen machen wir den kurzen Cut auf unsere Teststreckenrunde und dann erzähle ich dir ein bisschen was über das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs. Und da geht die Runde auch schon los, wie ich es dir gesagt habe. Das Fahrzeug beschleunigt schon ordentlich nach vorne für diese Klasse. Wir befinden uns hier in der Forza internen B660-Klasse, sind damit so ungefähr auf dem Niveau der meisten Lancer Evolutions, die wir erst kürzlich über die Strecke geschickt haben. Also da macht das Fahrzeug schon einen ordentlichen Job. Allerdings muss ich sagen, was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat bei dem Fahrzeug, ist, ja, irgendwie die Feder-Dämpfer-Stabi-Einstellung bei dem Fahrzeug. Das Fahrzeug war schlichtweg fahrwerkstechnisch jederzeit überfordert, wenn es denn irgendwie in die Bremssituation geht. Die Bremsen vorne waren total überfordert. Also die haben einfach das Fahrzeug nicht richtig abbremsen können. Da müssten einfach bessere Bremsen her. Des Weiteren sind auch die Reifen irgendwie überhaupt nicht so richtig klargekommen. Also auch die Reifenmischung scheint nicht die perfekte zu sein. Es sind tatsächlich nur Nuancen. An sich ist es, macht das Fahrzeug einen guten Job. Aber sobald man halt in den Grenzbereich geht, und das tue ich halt einfach auf unserer Teststrecke, dann merkt man einfach so ein bisschen die Schwächen des Golf R. Um da einfach nochmal konkreter zu werden, was genau mich da stört, ist, dass die Federn vorne viel zu weich sind. Das Fahrzeug bei einer Verzögerung bremst einfach oder senkt sich viel zu sehr ab. Das sorgt dafür, dass auch die Bremsen sehr schnell mal blockieren können. Das gepaart mit viel zu wenig Bremsdruck macht die ganze Sache sehr, sehr schwammig, was das Bremsverhalten angeht. Des Weiteren kommt halt dazu, dass man dann gerade in enge Kurven hinein einfach der mechanische Grip komplett fehlt. Oder was heißt komplett fehlt? Er fehlt halt einfach ein Tickchen. So ein Tick bessere Reifen würden dem Fahrzeug einfach schon so unglaublich gut tun. Des Weiteren ist es so, dass die Stabis aber im Verhältnis dann wiederum so hart
gefühlt eingestellt sind für dieses Fahrzeug, das ja, das Fahrzeug ständig ein Beinchen hebt, dich macht. Das muss nichts Negatives sein. Unter anderen Umständen oder in manchen Umständen, gerade in schnellen Kurven, fühlt sich der Golf sehr, sehr gut an. Ich meine, so ein Kompaktsportler hat eigentlich immer ein großes Problem. Er hat einen relativ kurzen Radstand und bei schnellen Kurven verlieren die sehr, sehr, sehr gerne die Haftung. Aber das ist hier nicht gegeben. Dafür haben wir das Problem bei langsamen Kurven und gerade bei der Anbremsphase. Und das hat es sehr schwierig gemacht, das Fahrzeug am Limit zu bewegen. Nichtsdestotrotz ist, denke ich, glaube ich, trotzdem eine ganz annehmbare Zeit rausgekommen. Ich lasse dich einfach jetzt hier mal mit den letzten Metern nochmal alleine und dann schauen wir mal, was tatsächlich rausgekommen ist für eine Zeit. Und da haben wir die Zeit, eine 2:27.581 und das ist im großen Vergleich, ja, hinter dem Evo 10, aber noch vor dem Evo 9, also sortiert sich genau so dazwischen ein. Das geht eigentlich auch mit dem Leistungsindex konform. Den Impreza 22B lassen wir jetzt mal, ja, mal außen vor. Der hat es ein bisschen dominiert, aber ansonsten passt es so von den Leistungseckdaten. Ich muss allerdings sagen, dass die Mitsubishi sich tatsächlich deutlich angenehmer fahren haben lassen auf der Strecke, aber was man halt sehr positiv sagen kann, der Golf hat sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Wenn man da wirklich an den entsprechenden Nuancen arbeitet, was ich gerade gesagt habe, dann kann man tatsächlich was sehr, sehr Geiles erschaffen. Problem nur, wir wollen jetzt gar keine Asphaltstrecken oder Rennen fahren, wir wollen der Meisterschaft Offroad fahren. Deswegen gehen wir einfach mal, würde ich sagen, direkt zurück zu unserem Häuschen oder zu einem unserer Häuschen und werden mal hier aktiv und versuchen mal das Fahrzeug so ein bisschen rallye-technisch aufzubauen. Und natürlich zu einem entsprechenden Rallye-Fahrzeug gehört auch ein entsprechendes Rallye-Design. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendeiner doch bestimmt das Polo R-Design vielleicht auch auf den Golf hier angewendet hat. Zumal, ja, die Chancen zwar vielleicht gering sind, aber ja doch, da haben wir doch schon was. Ein Red Bull Rallye, das nehmen wir doch mal, da sind sie ja auch gefahren in der WRC. Dann wenden wir das doch mal an, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Damit wir da auch optisch ein bisschen was hermachen. So, ja, das kann man, glaube ich, so machen, das WRC-Design. Das ist okay und ich würde sagen, wir legen da mal ein bisschen an am Tuning. Gucken wir mal, was wir denn da machen können aus dem Fahrzeug. Also, motorentechnisch könnten wir einbauen den 1,6 Liter rein, 4-Zylinder Turbo Rallye-Motor. Der würde natürlich jetzt exakt passen, muss man sagen, für diese Meisterschaft. Wir müssen aber aufpassen, wir dürfen nicht über A800 gehen. Der würde tatsächlich perfekt passen, weil das einfach der Motor ist, der da in diesen Rallye-Meisterschaften gefahren werden. Es wäre aber halt nicht mehr der Serienmotor. Und deswegen, ja, verzichte ich drauf, oder? Ne, wir bauen ihn, doch, wir bauen ihn ein, wir wollen einen Rallye-Wagen machen, also machen wir es jetzt auch mal. Wir können hier tatsächlich, guck mal, die Abt-Teile anbringen, auch sehr cool. Aber ich glaube, auch hier werde ich erstmal bei den Originalteilen bleiben. Ja, das passt nämlich nicht so ganz zum Design. Aber cool, dass es hier die Abt-Bodykits auf jeden Fall gibt. Wir gehen zu den Reifen. Ich würde sagen, wir nehmen die entsprechenden Offroad-Rallye-Reifen. Machen das Ganze ein bisschen breiter. Wobei, nee, ich glaube, breiter würde ich es gar nicht machen. Ich würde es erstmal so lassen. Von den Felgen her würde ich die OZ-Felgen nehmen, die einfach, ja, mehr oder weniger immer bei den Rallye-Fahrzeugen der WRC Anwendung gefunden haben. Jetzt muss ich sie nur noch finden, die Felgen, die sich von mir einfach wieder kackendreist verstecken. Genau so, dann passt das nämlich schon mal von der Optik. Das haben wir schon mal gemacht. Dann passen wir mal Getriebe und so weiter an. So. Auch das können wir mal machen. Und dann gucken wir mal, dann machen wir eben entsprechend die Bremsen, die ja ein bisschen Probleme bereitet haben. Wir machen das entsprechende Offroad-Fahrwerk und so weiter und so fort. So. Ja, wenn die Zeit reicht, machen wir auf jeden Fall noch einen anderen Aufbau in der Folge. Aber jetzt müssen wir einfach da mal ein bisschen durchziehen, damit wir da was hinbekommen. Und jetzt können wir ein bisschen vielleicht noch an der Leistung was machen, aber wird schwierig. Ja, nee, Hubraum wollen wir ja eben gerade nicht machen. Turbo macht schon zu viel aus und das wird wahrscheinlich auch zu viel ausmachen. Ah, schwierig. Ein bisschen Leistungssteigerung würde ich schon ganz gern reinbringen. Dann müssen wir wo an einer anderen Ecke ein bisschen sparen. Vielleicht dann doch Gewicht ein bisschen. Ah, das macht halt schon viel aus, ne? Ah, wo sparen wir denn da? Getriebe können wir, das können wir nochmal rausnehmen.
Dann vielleicht doch Getriebe ein bisschen ändern. Machen wir Sportgetriebe und dann über die Kupplung das so regeln. Dann haben wir auch das geschafft. Sehr schön. Dann haben wir doch einen kleinen Rallye-Aufbau aus dem Golf Air gezaubert. Dann können wir doch diese Meisterschaft bestreiten. Wie sich das Fahrzeug natürlich jetzt hier verhält, weiß ich nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz blauäugig in diese Meisterschaft rein und fahre das erste Rennen einfach mal, ohne irgendwie Feintuning gemacht zu haben. Ja, und mit dem 1,6 Liter Rallye-Motor klingt das natürlich auch schon richtig nach Rallye. So, jetzt müssen wir noch gerade gucken. Die Meisterschaft ist da vorne. Dann porren wir uns doch einfach mal hin und gehen das Ganze mal an. So. Da haben wir das Ganze. Ja, den Hot Wheels Ford Mustang kann man hier gewinnen. Und den versuchen wir jetzt auch zu gewinnen. Bist du bereit für eine große Meisterschaft in diesem Frühling? Was rede ich da? Du hättest dich sonst ja gar nicht angemeldet. So schaut's nämlich aus. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal hinzubekommen in dieser Klasse. Fahrzeug natürlich entsprechend rallye-technisch ordentlich aufgepimpt. Die Konkurrenz, so scheint es, hat es nicht getan, aber man sollte sie nicht unterschätzen. Ja, und da ich das ja angesprochen habe, Polo wäre natürlich schon mal geil, wenn wir so ein Polo hier im Spiel hätten. Nachdem ja VW wieder zurückgekehrt ist, nachdem ja VW in Horizon 3 ja nicht drin war und in den Horizon 4 jetzt wieder zurückgekommen ist, wäre es schon irgendwie cool, wenn sie irgendwie auch mal so ein VW Polo reinbringen würden. Gerade auch so ein Rallye Polo oder so, würde ich schon irgendwie feiern. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier diese Community-Rennen bestreiten können. Gerade was so Rallye-Etappen angeht, glaube ich, können diese Community-Events schon sehr geil sein. Ja, und apropos Rallye, ich würde es irgendwie... Also, es ist zwar jetzt aktuell noch nicht bekannt, was für ein Expansion das nächste Expansion sein wird, aber wenn man sich zurückerinnert, Horizon 1 hatte ja auch ein Expansion, das war ein Rallye-Expansion. Und ja, so Rallye wäre eigentlich auch schon wieder richtig cool im Spiel. Also nicht so wie jetzt hier, sondern wirklich, dass man Etappen fährt, wo man einen Co-Pilot hat, der Ansagen macht. Ich fände das schon ganz cool irgendwo. So einfach so, na, wenn jetzt ein Dirt Rally 2.0 kommt, dann hat man so ein bisschen den Simulationsaspekt eines Rallye-Games und hier hat man so ein bisschen den Arcade-Aspekt eines Rallye-Games. Das wäre doch schon irgendwie auch cool. Da könnte man einfach so einen leichten Einstieg in diese Rallye-Geschichte haben. Aber ja, solange begnügen wir uns einfach dann halt damit, dass wir selber uns die Route so ein bisschen anschauen müssen und die drei Avatare halt direkt auf der Stage schlagen müssen und nicht über eine gewisse Zeit schlagen müssen, wie es ja in der Rallye üblich ist. Ja, kurz anderes Thema. Ich muss es einfach leider ganz kurz ansprechen. Gestern kam ja keine Folge raus und viele von euch wissen ja auch warum. Ich habe das hier in den Community-Tab geschrieben von YouTube, aber nicht jeder sieht immer, was im Community-Tab steht oder schaut da gar nicht so drauf. Ich war leider gestern gesundheitlich nicht fit und konnte leider keine Folge aufnehmen. Sowohl am Sonntag nicht, als auch eben gestern nicht. Deswegen hat sich das jetzt alles halt um den Tag verschoben. Tatsächlich nehme ich jetzt diese Folge auch heute Morgen auf, weil es mir gestern den ganzen Tag nicht so hundertprozentig ging. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig fit. Habe auch relativ viel Medikamente intus. Ohne die würde ich es auch wahrscheinlich gar nicht aushalten. Deswegen, wenn ich den einen oder anderen Stuss laber, dann merke ich das wahrscheinlich gar nicht. Dann verzeiht mir das einfach. aber ich glaube, unterhalten ist es trotzdem. Also sollte ich irgendwo was Falsches gesagt haben oder irgendeinen Zahlendreher drin haben, könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren. Aber nehmt es mir nicht bitte nicht böse. So oder so wollte ich aber nicht heute nochmal auf eine Folge verzichten. Weil es hat mir einfach zu sehr in den Fingern gejuckt. Und ich hoffe trotzdem, dass ich dich mit dieser Folge ganz gut unterhalten kann. So, ja, Fahrzeug macht eigentlich einen ganz guten Job hier. Das, was man halt sozusagen dem Serienfall so ein bisschen angreifen kann oder konnte, ist natürlich jetzt hier im Schotter sowieso erstmal eine ganz andere Geschichte. Wir haben relativ viel am Fahrzeug verändert. Das heißt, sowieso wird da einiges nicht mehr passen. Gerade die Punkte, die ein bisschen an der Serie mich gestört haben, haben wir ja verändert. Durch die Reifenmischung, durch die Bremsen, durch ein ganz anderes Fahrwerk, was eingebaut wurde. Das macht natürlich schon viel aus. Aber ich möchte auch nochmal klarstellen, da ich natürlich auch weiß, dass viele Fans
von dem VW Golf hier zuschauen. Das soll nicht böse gemeint sein dem Golf gegenüber. Ich sehe das ganz neutral und die Kritikpunkte, die ich dem Serien-Golf R hier angreide, sind tatsächlich Nuancen. Es sind wirklich Nuancen, also minimalste Veränderungen und das Fahrzeug wäre wirklich super geil. Und ich meine, die Zeit, die wir tatsächlich da gefahren haben, auf unserer Teststrecke, ist nicht schlecht für den Leistungsindex. Aber ich denke mal, das Fahrzeug hätte das Potenzial, nochmal so eine halbe bis vielleicht sogar eine ganze Sekunde schneller zu fahren und vor allem deutlich angenehmer zu fahren. Denn ich habe schon ein paar mehr Versuche gebraucht, um das Fahrzeug hier auf der Teststrecke ordentlich darüber zu prügeln. Und was ich zum Beispiel bei den Mitsubishi Lancer nicht so gebraucht habe. Die bin ich eigentlich relativ beim ersten Try schon sehr gut gefahren. Und der zweite und dritte Versuch war sehr, sehr ähnlich zum ersten Versuch. Bei dem hier musste ich schon ein paar mehr Versuche starten, weil hier und da dann das Fahrzeug doch sich wieder ein bisschen kritischer angestellt hat. Aber ja, um das soll es nicht gehen, habe ich schon betont. Wir sind jetzt in der Rallye-Klasse unterwegs. Und jetzt ziehen wir die Meisterschaft einfach mal durch. Und sollten wir die Meisterschaft tatsächlich zeitig beenden, können wir hier nochmal ganz, ganz fix einen anderen Aufbau mal versuchen. Wir ziehen jetzt das aber mal durch. Zum Tuning, ich mache mal ein paar minimale Änderungen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, macht er einen ganz ordentlichen Job. So wie er jetzt aufgebaut ist, gerade mit dem Motor auch. Der hat ja natürlich ordentlich Bums. Und ja, dann gehen wir mal kurz hier hin. Wir nehmen ein bisschen mal den Reifendruck raus. Und Getriebe lasse ich erstmal so. Wir machen hinten das Ganze ein bisschen stabiler, vorne ein bisschen einlenkfreudiger. Das sollte eigentlich alles passen. Stabis sind relativ hart, das möchte ich eigentlich gerne reduzieren. Das ist eigentlich auch das, was die Serie ein bisschen das Problem hat, dass die Stabis mir ein bisschen zu hart einfach eingestellt sind. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Ja, normaler Rallye-Polo zum Beispiel, der hat 19 cm Höhe. Also von dem her, wir sind da immer noch tiefer als so ein Rallye-Fahrzeug. Den Rest würde ich jetzt erstmal tatsächlich lassen. Klar, Verteilung und so können wir auch nochmal ein bisschen anpassen, aber ich glaube, ja, das passt schon. Für ein Rallye-Fahrzeug passt es schon. Wir haben ja gerade eben ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir das erneut können. Gut, Getriebe könnte man tatsächlich einen Ticken vielleicht kürzer machen für ein Rallye-Fahrzeug, aber sei es drum. Ich glaube, wir bringen die Leistung trotzdem ganz gut hier auf die Strecke. Ja, ansonsten, wenn ich tatsächlich in dieser Folge jetzt nicht mehr zu dem gewünschten Aufbau komme, wie du ihn dir gerne vorgestellt hast, dann, ja, lade ich dich natürlich recht herzlich dazu ein. Oh, was ist hier los? Dann lade ich dich natürlich recht herzlich dazu ein, das Fahrzeug über unser Auto Wunsch. Boah, da geht's hier lang. Boah, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ups, da habe ich den Fokus gerade mal richtig gegen den Baum gesetzt. Das war eigentlich nicht die Absicht. Nee, lade ich dich natürlich recht herzlich dazu ein, unser Auto Wunsch-Formular zu nutzen, das Twift-Formular. Da wird es demnächst auch wieder eine Folge geben, also eine Auto Wunsch-Folge. Und dann kannst du dir natürlich den 6er Golf R auch nochmal wünschen. Ich habe ihn ja jetzt hier im Fuhrpark. Ich glaube, aktuell sind auch schon 40 Einsendungen für den Golf da. Also wenn da nochmal so 40 Einsendungen dazukommen, dann ist der Golf, der 6er Golf, schon mal hoch im Kurs. Und dann könnten wir je nachdem doch nochmal einen anderen Aufbau angehen. Maximalaufbau, Performanceaufbau. Und dann können wir uns auch richtig Zeit nehmen, vielleicht die angesprochenen Themen, die mir auf der Straße bei dem Fahrzeug nicht gefallen haben, auch nochmal zu verbessern oder vielleicht sogar wirklich mal so ein punktuelles Tuning zu machen, falls ihr da Interesse habt. Gar nicht so die krassesten Teile einbauen, sondern wirklich nur sagen, okay, wir machen einen Tick vielleicht bessere Reifenmischung, einen Tick ein bisschen was am Fahrwerk, was einzustellen ist, um eben mehr oder weniger bei der Serienleistung zu bleiben, bei der Serienperformance mehr oder Serienteile mehr oder weniger zu bleiben. Nur die Sachen zu verändern, die mir eben nicht gefallen haben. Und dann einfach mal zu zeigen, okay, was kann man denn ändern. Und dann halt natürlich auch nochmal auf die Teststrecke gehen. Und dann einfach mal zu zeigen, okay, guck mal, die Zeit ist jetzt möglich. Nur durch diese, ja, minimalen oder marginalen Veränderungen. So, jetzt geht's wieder auf den Asphalt.
Dann schauen wir mal, ob wir hier uns auch ganz ordentlich anstellen können. Ja, okay. War ein kurzer Ausflug. Und da geht's in den Matsch. Ja, aber coole Etappe auf jeden Fall. Rallye-Etappen sowieso im Spiel. Oder die Serien-Rallye-Etappen hier im Spiel sowieso. Oder Dirt-Etappen, nennen wir es, wie es hier im Spiel heißt. Sowieso nicht jetzt das Gelbe vom Ei. Das sind natürlich solche Community-Veranstaltungen eine schöne Abwechslung. Ja, und der Golf macht auf jeden Fall einen ordentlichen Job. Also die Konkurrenz scheint hier überhaupt keine Schnitte zu haben. Wobei man auch fairerweise sagen muss, diese selbst erstellten Strecken, da sind die drei Avatare meistens sowieso nicht so stark wie auf den Forza eigenen Strecken. Zwecks einfach Optimierung. So, machen wir noch ein schönes Bild zum Schluss. Sehr gut. Ja, haben wir nochmal 20 Punkte in der Meisterschaft eingefahren. Haben jetzt schon 18 Punkte Vorsprung, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und damit dürften wir die Meisterschaft eigentlich nicht mehr verlieren können. Also gut, wenn wir jetzt Letzter werden, dann vielleicht schon. Aber das habe ich eigentlich nicht vor. So, das letzte Veranstaltung ist ein Rundkursrennen. Mal gucken, wie viele Runden wir fahren dürfen. Ja, aber ich muss sagen, das Polo WRC-Design steht auch dem Golf R hier sehr gut. Und starten wir. Die letzte Veranstaltung dieser Meisterschaft. Drei Runden dürfen wir fahren. Der Kurs ist ein bisschen länger. So zumindest sah das mal in der Vorschau so aus. Ja, genau, das meine ich. Guck mal, wie die drei Avatare da ein Problem hatten, hier irgendwie diese, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, diese Schikane zu meistern. Ja, das Fahrzeug macht aber wirklich Spaß mit dem Aufbau, muss ich sagen. Fühlt sich sehr ausgewogen an, fühlt sich eigentlich wirklich an wie so ein Rallye-Fahrzeug. Macht schon Spaß zu fahren. Ja, noch die Strecke gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Vollgasanteil jetzt hier bei dem Abschnitt finde ich ein bisschen zu hoch. Aber im Großen und Ganzen eine sehr schöne Strecke. Vielleicht ist nicht unbedingt als Rallycross-Strecke geeignet. Ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu groß für eine Rallycross-Strecke. Aber würde man das jetzt als eigenständige Rallye-Etappe sehen und nicht als Rundkursstrecke, ja, durchaus eine coole Etappe auf jeden Fall. So, fahren wir mal hier ein paar Meter vielleicht auch in der Cockpit-Sicht, ein bisschen eine ganz andere Immersion zu bekommen. Der Turbolader pfeift ja richtig ordentlich rein hier. Das ist ja der Wahnsinn. Das klingt wie so ein... Ich will nicht sagen wie ein Föhn, aber es ist so wie so eine Turbine halt. Ja gut, ich meine Turbo, ne? Irgendwo ist es ja eine Turbine, aber klingt schon irgendwie schon irgendwie lustig. Vom Motor hört man hier einfach gar nichts mehr. Na, das war jetzt ein bisschen zu weit gefahren. Upsala. Ja, gehen wir mal wieder in die Außensicht. Klingt doch ein bisschen angenehmer.
Ja, man muss ja immer wieder neue Styles ausprobieren, wie man da so durch so eine Zieleinfahrt fährt. Ja, sehr schön mit 32 Punkten. Nee, da habe ich mich jetzt verrechnet. Mit 22 Punkten. Ja, da muss man schon richtig rechnen. Da habe ich schon gesagt, Zahlen heute in der Folge, bitte verzeiht es mir. Da schlagen noch ein bisschen die Medikamente auf den Kopf. So. Da haben wir ihn. Den Mustang. Der ja in Horizon 3 einen sehr, sehr, sehr geilen Klang hatte. Muss man dazu sagen, was den Motor betrifft. Deswegen hören wir uns den noch mal ganz kurz mal an. So, da haben wir noch einen Wheelspin. Den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Und jawohl, die silbernen Leggings. Die wollte ich schon immer haben. Also auch ein Real Life natürlich, ganz klar. Als Mann wollte man schon immer Leggings haben. Ja, hören wir uns mal ganz kurz den Mustang an. Wo ist er denn? Hot Wheels. Da haben wir ihn doch. Ein bisschen leise, ne? Ja, ist ein bisschen leise. Also ich meine, da hat Horizon 3 ein bisschen geiler geklungen. Gut, fahren tut er sich aber auf alle Fälle schon mal. Aber gut, bei dem Bodykit, ne? Oder bei den Splittern und Flügeln und was auch immer. Hier ist natürlich eine ordentliche Sache. Aber wir wollen natürlich beim Golf bleiben und ja, von der Zeit her reicht es nicht, um nochmal wirklich ein anderes Tuning anzustoßen. Deswegen, ja, bleibe ich jetzt einfach mal dabei und sage einfach, wenn ihr Bock habt auf einen anderen Aufbau, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, dann wünsche ich es euch, wie gesagt, über das Auto-Wunschformular. Ich denke mal, ich werde demnächst auch das Formular zurücksetzen. Das heißt, für die Leute, die schon mal einen Wunsch geäußert haben, können dann nochmal einen erneuten Wunsch äußern. Vielleicht mache ich das heute auch noch direkt. Checkt einfach mal das Formular aus, ob ihr nochmal einen Wunsch abschicken könnt oder nicht. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir jetzt einfach unabhängig der Meisterschaft nochmal so ein Dirt-Rennen. Machen wir einfach mal... Ja, machen wir einfach hier das hier, gut ist. Und dann schauen wir mal, ob wir auch hier nochmal bestehen können. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für die heutige Ausgabe mit dem 6er Golf R. Der seltenste Golf in Horizon 4, wie schon eingangs erwähnt und wie es wahrscheinlich auch im Titel steht. So, da haben wir jetzt auch den 7er, der uns hier fast gegen die Mauer drückt. Ja, Power fehlt uns ein bisschen auf den Geraden im Vergleich zur Konkurrenz, aber das machen wir dann in den Kurven. Ja, sowas von wieder wett. Sofern wir nicht jetzt unbedingt eine mega dicke Kollision anstreben. Ich muss gerade sagen, der Heckscheibenwischer, der irritiert mich irgendwie komplett da hinten die ganze Zeit. Das ist irgendwie... Aber ich muss sagen, gerade bei so Kompaktwagen macht ein Heckscheibenwischer auch wirklich Sinn. Also ich finde, man kann eigentlich bei vielen Fahrzeugen darauf verzichten. Viele Hersteller bieten das ja auch optional an, dass man sagen kann, okay, du kannst einen dran machen oder nicht. Aber gerade bei so Kompaktsportwagen, finde ich, macht es schon Sinn. Denn einfach weil du hinten ja nicht irgendwie groß was hast, was hinten hervorsticht, hast du halt einfach den Effekt, gerade im Regen, dass ja der ganze Sud, sage ich jetzt einfach mal, hinten rauf spritzt und dann hast du eigentlich das ganze Heck immer damit voll. Und deswegen macht es da schon Sinn, weil, ich sage jetzt mal, Limousinen oder auch für mich aus Sportcoupés hast du eigentlich jetzt nicht unbedingt das Verlangen, dass du es brauchst. Also ich weiß zum Beispiel bei meinem Calibra, der hat einen Heckscheibenwischer und ich habe den kaum gebraucht, muss ich sagen. Also ich habe den ganz, ganz selten mal angemacht. Höchstens, wenn es
Frost hat oder so, um irgendwie den schon etwas aufgetauten Frost wegzuwischen, aber sonst ja, habe ich den eigentlich nie gebraucht. Während wenn ich mal den Corsa von meiner Schwester oder so gefahren bin, da hat man den schon mal echt öfter gebraucht, muss man schon sagen. Also da macht der schon Sinn. Aber ich glaube, so bei so ja, Limousinen, Sportcoupés und so, würde ich eigentlich drauf verzichten. Sieht einfach auch optisch schöner aus, wenn da hinten einfach nichts ist, eine glatte Fläche ist. Weil bei der Front sieht man jetzt eigentlich auch schön hier beim 6er Golf, verschwindet der eigentlich sehr gut mit der Motorhaube. Wenn er nicht wirklich verwendet wird, dann sieht man den eigentlich auch kaum. Und im Heckbereich ist er halt einfach immer da. Wie gesagt, bei den Kompakter ist es nicht schlimm, aber bei den anderen Fahrzeugen finde ich es jetzt nicht unbedingt so mega geil. Naja, wie dem auch immer, wir sind raus für die Folge. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn dem so wäre, wie immer, gib doch gerne ein Däumchen nach oben. Würde ich mich freuen. Ansonsten, falls du noch kein Abonnent des Kanals bist, jetzt mache ich auch mal Werbung an der Stelle, dann abonniere doch gerne den Kanal, aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Des Weiteren ist es auch so, wenn du Abonnent bist, dann kriegst du auch diese Community-Tab-Benachrichtigung direkt in dein Abo-Feed gesendet, sprich die Message, die ich gestern geschickt habe, dass ich eben keine Folge rausbringen kann, würdest du dann aus erster Hand direkt erfahren. Und das wäre doch, glaube ich, auch eine super Sache, dass du da top informiert bist. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Die nächste Folge wird es dann zu aller hohen Wahrscheinlichkeit morgen wieder geben. Und da lass dich doch mal überraschen, was dann drankommen wird. Ich bin raus an dieser Stelle. Bis dann. Mach's gut. Ciao.